Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Risen. Cyrus, komm mit, wir folgen Dork mal. Wo will Dork hin? Dork goes where he pleases. Hä? Bist du einfach runtergesprungen, Cyrus? Cyrus, du kannst dir was tun. Tu das nicht. Also, nicht? Haben wir Levitation viermal? Ich will auf jeden Fall da hinten hin. Ob es sich jetzt lohnt, werden wir dann sehen. Ich rühre mich nicht vom Fleck. Untoter Echsenpriester. Ist das jetzt ein untoter Untenpriester? Und eine Echse. Der ist ja so ein Triple-Mensch. Echse. Priester. Ja, Priester sind Rassen, sind Spezien. Das ist ganz klar. Komm mal her, Cyrus? Cyrus will mir auf jeden Fall nicht helfen, ich merke das schon. What the fuck? Wo fliegt denn sein Schwert ganz hin? Inferno. Was ist Inferno? Schwefel ist Feuer und Schwefel auf die Gegner herabregnen. Cool. Denke ich. Hätte ich nicht so viele Levitationsrollen derzeit, würde ich jetzt laden. Ich rühre mich nicht vom Fleck. Nicht Cyrus. Hat sie nicht gelohnt. Nee. Ganz sicher nicht. Ich hoffe mal, im Osttempel war da genauso wenig Nützliches. Weil da gab es ja auch so eine Stelle. Weil dann habe ich nichts verpasst. Wenn das da genauso ist. Und Obsidian. Obsidian brauche ich. Daraus können wir Sachen schmieden. Das wissen wir ja jetzt. Also ich wusste es auch schon vorher, aber... Nicht? Mehr ist nicht zu holen. Bin mir übrigens immer noch nicht sicher, ob ich das Let's Play als blind betiteln soll oder als nicht blind, weil ich kenne es nicht zu Ende. Und vieles, was ich hier tue, kenne ich auch nicht. Und das, was ich kenne, weiß ich kaum noch. Also, da ich das Spiel nie durchgespielt habe, würde ich es eher als blind betiteln. Also, wenn in der Playlist-Beschreibung... Also, es steht ja nur in der Playlist-Beschreibung. Wahrscheinlich seht ihr das gar nicht, wo ich das hinschreibe, weil ich es nicht so relevant finde. Außerdem sage ich es ja meistens in den Videos. Ja, falls es aber nirgends steht... wenn in der Playlist-Beschreibung steht, es ist blind, dann habe ich mich dafür entschieden. Und wenn da steht, es ist nicht blind, habe ich mich dafür entschieden. Also wenn es nichts steht dazu. Das ist voll vielsagend, nicht, dass ich euch das jetzt gesagt habe. Ich weiß nicht, warum ich es wollte, aber keine Ahnung. Wie würdet ihr es denn nennen? Ihr wisst ja jetzt, also ich habe es nie durchgespielt, ich habe es weit gespielt, aber, also, ich kann nicht einschätzen, wie weit, weil ich es nie zu Ende gespielt habe und auch nicht zu Ende kenne. Aber, ja. Und die ganzen kleinen Missionen, die kenne ich auch nicht. Also, es ist nur so, ich esse mal diese ganzen Sachen, die ich einmal habe. Oder zweimal. Es ist, dass ich halt... die Hauptstory auf jeden Fall noch ein bisschen weiter kennen, als wir jetzt sind. Und wir sind ja schon recht weit. Wie ich es letzten Endes nenne, ist ja eigentlich egal. Mich würde interessieren, wie ihr es betiteln würdet. Das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Ja, das wäre voll nett von euch. Dankeschön. Ich bedanke mich. Cyrus? 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 Ich finde den gerade ernsthaft nicht wieder. Mist, ja, ich bin voll der Magier, hallo? Bist du verwirrt, weil ich da drüben hingeschwebt bin? Komm mit, klar. Der war echt verwirrt. Ich denke mal, Doc ist aus der Ruine rausgegangen. Würde ich zumindest machen, wenn ich da eingesperrt war und dann alles frei ist.
Ich habe ihn zumindest nicht hier hinlaufen gesehen. So, Cirrus. Es geht los. Oh, yeah. Das war gut. Werf ihn doch noch weiter weg. Du bist bescheuert. So, wir müssen hier nach dem Ring suchen. Also, Doc meinte ja, Ring an der Wand ziehen. Und dann sind die Menschen durch eine Wand durchgegangen. Da man durch eine solide Wand nicht gut durchgehen kann, wird es hier irgendwo einen Durchgang geben. Hier war der. Das funktioniert nicht. Und da ist jetzt der Priester. Das ist nur ein Priester, das ist kein Echsenpriester. Weil der andere hieß auch Echsenpriester. Okay, der hieß auch Untoter, aber... So ist das richtig. Ihr wisst, was ich meine. Das sieht schick aus. Und der Nordosttempel. Kriegt jetzt auch einen Teleporter. 7 von 14 ist ja schon die Hälfte. Natürlich nicht. Geschafft. Fackeln. Fackeln benutze ich auch nie. Komm, kriegst noch ein bisschen was. 17 Echsenschwerter. Alter, die bringen aber auch noch gut Gold. Vasallenringe kriege ich echt nicht verkauft. Die tue ich mal irgendwann in der Truhe. Falls das denn wenigstens geht. Ich weiß es ja nicht. Die können weg. Ja, ein paar davon scheinen mir halt ganz nützlich und dann behalte ich die einfach mal. Wirklich wissen, ob ich die brauche, keine Ahnung. Also ich glaube auch nicht, dass ich die irgendwann mal brauchen werde. Und der Ärmel, den Ärmel haben wir immer noch, obwohl er unverkäuflich ist. Bastardschwert und ein Zweihandschwert, dachte ich mir, dass man alle drei davon bekommen hat. Perlen kann ich da eigentlich mal geben. Auf den ersten Blick hast du nichts, was ich brauchen könnte. Könnt ihr eigentlich mal die Goldbrocken abkaufen, weil mit unendlich viel Geld kann ich auch nichts anfangen. Aber ansonsten hast du halt echt nichts, was irgendwie auch nur ansatzweise spannend ist. So, gucken wir uns hier doch mal weiter um. Da ist nochmal ein Verlies. Ich glaube, ich weiß schon, wen ich da finden werde. Oder wessen Überreste, je nachdem. Wäre aber praktisch, wenn derjenige noch am Leben ist. Wartet. Oh ja, ich bin so ein König. Ah ja, da sitzt wer. Der sieht noch ganz lebendig aus. Eldrick! Endlich. Ich hatte schon gedacht, ich komme hier nie wieder raus. Ich bin Eldrick. Die meisten nennen mich Eldrick, den Druiden. Und? Bist du ein Druide? Ich bin, wer ich bin. Mir ist egal, wie die Leute mich nennen. Solange sie mich in Ruhe lassen. Aber wer bist du? Ja, das hier ist eigentlich das Einzige, was für dich relevant ist. Ich brauche deine Hilfe. Dann habe ich wohl Glück gehabt, denn deine Hilfe kam mir sehr gelegen. Was kann ich für dich tun? Den Stab kriegst du erstmal. Hier, ich habe deinen Stab gefunden. Danke. Ich habe ihn beim Kampf gegen diese Echsen verloren. Warte. Ich habe zwar nicht viel, was ich dir geben kann, aber vielleicht kannst du dieses Amulett gebrauchen. Ein Amulett? Gucken wir uns gleich mal an. Du musst mir helfen, ein magisches Artefakt zu reparieren. Was für ein Artefakt? Eine goldene Scheibe mit einem Kristall. Der Kristall scheint irgendwie kraftlos zu sein. Hast du die Scheibe dabei? Nein, Meister Cyrus hat sie. Ein Magier? Nein, mit Magiern arbeite ich nicht zusammen. Wenn ich die Scheibe reparieren soll, dann machen wir beide das. Also, hol die Scheibe und schick den Magier weg. Dann gehen wir zu meiner Hütte. Klingt nach einem Plan. Hast du es mit angehört? Ich brauche die Scheibe. Wieso? Eldrick will nicht, dass du bei dem Ritual dabei bist. Was? Kommt gar nicht in Frage. Willst du das dem Inquisitor erklären? Nein. Also gut, hier ist die Scheibe. Ich werde mich hier noch ein bisschen umsehen und dann zur Festung zurückkehren. Achso, du gehst schon. Okay. Tschüss. Ich habe die Scheibe. Gut, dann sollten wir von hier verschwinden.
Lass uns zu meiner Hütte gehen, dann können wir über alles reden. Wir wissen nicht, ob es hier noch mehr von diesen Echsenmenschen gibt. Doch, ich habe alles geklärt, also hier kann es nichts mehr geben. Tut mir leid. Was weißt du über die Echsenmenschen? Sie beherrschten einst die Welt, aber das ist lange her, sehr lange. Ich habe keine Ahnung, woher die kommen. Aber es muss etwas mit den Ruinen zu tun haben. Meinst du, es gibt noch mehr von ihnen? Wer weiß? Wer hätte vor 10 Jahren gesagt, dass die Götter verschwinden und die Titanen zurückkehren? Die Vergangenheit erhebt Anspruch auf die Zukunft. Und die Echsenmenschen sind Teil der Vergangenheit. Aha. Schön, dass wir jetzt von ihm zumindest ein bisschen Backstory zu den Echsenmenschen kriegen. Das habe ich mir sehr gewünscht. Lass uns zu deiner Hütte gehen. Folge mir. Schade, ich wollte mich eigentlich teleportieren. Wenn du mich das nicht durchgehen lässt, dann schade. Ja, das Amulett können wir uns mal angucken beim Laufen. Geschicklichkeit und Stärke. Ja, da wir Geschicklichkeit nicht brauchen, ist es komplett irrelevant für uns. Also ich glaube, Geschicklichkeit wirkt sich auch auf die Armbrüste aus, aber damit hantiere ich halt eh nicht. Und ja, tut mir leid. Du Druide hier, nicht? Ich überhole dich, ich bin der Schnellere, ich bin ein Bandit. Schön, dass ihn das nicht interessiert hat. Tschüss, Cyrus. Ich finde das echt gut, dass ihn das nicht interessiert hat, weil eine Fraktion sagt ja nichts über mich aus. Also, es sagt schon irgendwie etwas aus, hier in diesen extremen Beispielen von den Fraktionen her, aber in unserer Realität zum Beispiel sagen Fraktionen ja selten etwas aus. Weil hier in dieser Welt muss man sich einer Fraktion anschließen. Also, man ist gezwungen. Das heißt, es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie in irgendeine Fraktion reingehe, weil ich in die Fraktion unbedingt rein will, sondern ich muss mich entscheiden und dann entscheide ich mich dafür, welche ich lieber haben will. Und ja, es sagt schon etwas über jemanden aus. Das war nicht ganz richtig, aber es ist nicht relevant, weil die Person ist auch die Person, auch wenn man nicht weiß, dass sie in der Fraktion ist. Ich könnte auch ohne die Fraktion genauso sein, also unser Charakter jetzt. Genauso wie er jetzt ist, könnte er auch ohne die Fraktion sein. Das sagt gar nichts aus. Ihr wisst sicher, was ich meine. Ich habe sogar eine Vermutung, wo er das Kristallscheibe reparieren will. Ich glaube da. Mal sehen, ob er da jetzt direkt hingeht oder erst zu seiner Hütte und nach dem Rechten sehen will. Er geht erst zurück nach dem Rechten sehen, natürlich. Ich habe übrigens nicht, also wenn er Sachen will, dann habe ich nichts mit zu tun. So, da sind wir. Hier können wir über alles reden. Beherrschst du Magie? Magie ist eine der ältesten Kräfte, die es auf dieser Welt gibt. Man kann sie genauso wenig beherrschen wie den Himmel oder das Meer. Aber man kann lernen, sie zu nutzen. Kannst du sie nutzen? Ich weiß, wie man ihre Kraft formen und lenken kann. Warum bist du nicht in der Stadt? Weil ich hierhin gehöre. Hier habe ich mein ganzes Leben verbracht. Aber hier draußen ist es nicht sicher. Es gibt keine Sicherheit. Egal, ob in der Stadt oder in der Wildnis. Hier draußen bin ich wenigstens für mich alleine verantwortlich. Kannst du diese Scheibe reparieren? Lass mal sehen. Sie ist alt. Eine ungewöhnliche Verbindung von Metall und Kristall. Aber der Kristall ist glanzlos. Seine Kraft ist erloschen. Kann man das reparieren? Ich kann versuchen, den Kristall zu heilen. Erst dann kann man ihm seine Magie zurückgeben. Wofür brauchst du die Scheibe? So forsch will ich jetzt nicht sein. Der ist ja auch ganz nett zu uns und ganz offen. Ja. Ich will die Insel retten. Und wie kann die Scheibe dir dabei helfen? Mit ihr können wir das Tor zum Vulkan öffnen. Da drinnen werden wir einen Weg finden, das Böse zu bezwingen. Wir? Inquisitor Mendoza und ich. Verstehe. Der Inquisitor also. Nun gut. Kümmern wir uns erstmal um die Scheibe. Dann sehen wir weiter. Wie kann man den Kristall heilen? Der Kristall muss sich selbst heilen. Diesen Prozess muss man unterstützen. Wie? Am einfachsten ist es, wenn wir die magische Aura eines anderen Kristalls auf ihn übergehen lassen. Dazu brauchen wir einen magisch aktiven Kristall. Wo bekomme ich einen magisch aktiven Kristall? Die Magier aus der Vulkanfestung verwenden magische Kristalle, um Magie zu wirken. Davon brauche ich einen. Allerdings wird er bei dem Ritual seine Kraft verlieren. Das ist nicht dein Ernst. Ich soll jetzt nochmal in die Vulkanfestung latschen? Nein. Ich habe einen Kristall in meiner Hütte, in der Truhe. Hier ist der Schlüssel. Und warum hast du mir denn erst erzählt, dass man da in die Vulkanfestung muss? Also, dass es in der Vulkanfestung welche gibt?
Das hat keinen Sinn gemacht. So, was hast du da noch? Magiekristall. Ich glaube, so einen hatte ich sogar schon mal. Naja, den Rest können wir uns auch einfach mal mitnehmen. Wird keinen stören. Ich habe einen von den Kristallen, die du wolltest. Gut, aber denke daran, er wird bei dem Ritual seine Magie verlieren. Wenn du ihn noch anderweitig brauchst, solltest du nochmal losgehen. Ich sehe gerade, dass der Part schon recht lang ist. Wir werden den Part hier jetzt beenden. Beim nächsten Mal geht's weiter mit Risen. Mit Let's Play Risen und mir, dem Vogel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem, was ich hier heute getan habe. Macht's gut. Tschüss.